Schön, dass ihr alle da seid. Heute zum Einschreiben der vierten GNBF Internationalen Deutschen Newcomer-Meisterschaft. Ich kann mir vorstellen, dass ihr unter Strom steht, so die meisten von euch. Einige oder hoffentlich sind viele von euch auch entspannt, weil heute ist ja in Anführungsstrichen nur das Einschreiben. Wenn ihr das geschafft habt, ausruhen, bisschen Posing noch, Beine hochlegen und dann geht's morgen los. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir eröffnen hiermit das Einschreiben zu dieser Meisterschaft. Ja, lasst es ruhig angehen und ihr könnt dann gerne eintreten. Danke. Hallo liebe Natural Bodybuilding und Fitnessfreunde, 12. April 2024, das Einschreiben zur vierten GNBF e.V. Internationalen Deutschen Newcomer-Meisterschaft hat soeben begonnen. Hinter mir die ersten Athleten mit ihren Coaches sind bereit fürs Einschreiben. Morgen startet der Wettkampf mit über 200 Athleten. Die Halle ist komplett ausverkauft. Der Andrang hat uns selber überrascht. Wir hätten wesentlich mehr Tickets verkaufen können, wir hätten wesentlich mehr Athleten aufnehmen können, aber das konnten wir im Vorfeld nicht wissen und so freuen wir uns morgen auf einen tollen Wettkampf. Thomas Keller hinter der Kamera, GNBF Medienbeauftragter und ich werden über diese Meisterschaft für euch berichten anhand dieser Doku, die genau jetzt begonnen hat. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Hier steht Hüseyin Manaz, hi. Und du machst das erste Mal mit oder standst du schon mal auf der Bühne und hast die Top 3 noch nicht geknackt und wärst somit auch qualifiziert gewesen oder bist du zum ersten Mal tatsächlich auf der Wettkampfbühne morgen? Ich bin morgen tatsächlich das erste Mal auf der Wettkampfbühne und ja, bin schon sehr hyped, freue mich schon sehr extrem und ja, es sieht auch richtig cool hier aus, die Stimmung ist auch super. Ja. Das freut mich. Welche Klasse soll es werden? Classic Physik bei den Junioren und dann nochmal bei der Men's Physik, also ein Doppelstart. Dann wünsche ich dir viel Freude, viel Erfolg. Dankeschön. Bin gespannt, was da unter deinen Klamotten steckt. Ja. Und wünsche dir einen guten Wettkampf. Dankeschön, vielen Dank, Herr Breitenstein. Sehr gerne. Neben mir steht der Maxi. Maximilian Intlekofer. Maximilian Intlekofer. Einige der Zuseher kennen dich schon von dem Video Newcomer meets Champion. Da warst du zu sehen mit deinem Coach Florian Gems. Genau. Heute einschreiben zur Meisterschaft und morgen auf der Bühne. Welche Klasse wird es? Ich starte bei den Classic Physik, in der Classic Physik Juniorenklasse 2 als Newcomer. Das ist das erste Mal auf der Bühne. Ja, bin positiv gestimmt, freue mich auf morgen. Sehr gut, also du fühlst dich bereit, körperlich, mental, hast dich eben eingeschrieben zum Wettkampf. Jetzt Ruhe, Beine hochlegen oder wie ist eure Strategie? Genau, so viel Ruhe wie geht. Jetzt kommt auch wieder das Essen rein. Dadurch ist die Stimmung auch wieder ein bisschen besser als die letzten Tage. Und ich würde sagen, die Arbeit haben wir getan. Prima, dann viel Erfolg, viel Freude auf der Bühne. Danke. Bis morgen. Bis morgen. Du bist soeben eingeschrieben. Genau, ich bin jetzt durch. Und du startest in welcher Klasse? Men's Bodybuilding Open. Dein allererster Wettkampf? Der erste, ja. Warum GNBF? Warum GNBF? Ja, weil ich halt natural halt auch dahinter stehe und das eigentlich auch so meine Lebensdevise ist und es halt auch so durchziehe. Und deswegen dachte ich, GNBF, bester Verband dafür. Hast du noch über irgendwelche anderen Verbände nachgedacht? Ne, erstmal jetzt noch nicht. Es ist halt, wie gesagt, mein erster Wettkampf
Und da war die erste Wahl für dich GmbF. Das freut mich. Herzlich willkommen. Du fühlst dich bereit für den Wettkampf morgen? Auf jeden Fall. Die Bräune schon drauf? Nee, noch nicht. Machen wir heute und dann morgen. Und wie schaut es heute noch aus? Deine Strategie? Ausruhen, Beine hochlegen, Kohlenhydrate aufladen oder was machst du? Also heute nochmal laden, komplett. Dann Beine hochlegen, ein bisschen Posing nochmal durchgehen und dann gut, Farbe und Bett. Dann viel Erfolg und viel Spaß morgen. Danke. Danke. Sehr schön. Und gelb. Brauchst du ein Betreuerband? Ja, ne? Gut, wunderbar. So, ich habe es ja gerade gesagt, ich sage es nochmal, immer am Handgelenk lassen. Nicht abziehen, überall. Schön, dass du heute da bist. Du startest zum ersten Mal, wir haben Musik für dich hinterlegt. Guck mal, wir hören mal rein, welche Musik hier hinterlegt ist. Ich komme aus Oldenburg. Ich stopp mal lieber, bevor die GEMA hier gleich wieder eingreift. Sandra, in welcher Klasse startest du? So. Ansonsten noch irgendwelche Fragen, irgendwas? Soweit eigentlich. Genau, 166 und von meiner Seite ist alles safe im System hinterlegt und ich wünsche dir viel Spaß morgen. Eben eingetroffen, Olaf Mann, selber sehr erfolgreicher Athlet, national, international, Bundeslandrepräsentant der GmbF für Bayern. Korrekt. Und wie gesagt, eben eingetroffen, herzlich willkommen, Olaf. Ja, vielen Dank, Berend. Ich freue mich, dass wir hier sind, auch mit unserem Team wieder. Und wir freuen uns auf eine schöne Newcomer. Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch Coach und bringst diesmal 8 Athletinnen hier auf die Bühne. Genau. Also wir haben 5 Damen, die hier an den Start gehen in Bikini und Figure, auch Sportmodel einmal. Und dann haben wir auch 3 Männer, die Athletik, was ich richtig sage, Athletik, Männer Bodybuilding und auch in der Classic Physik starten werden. Und alle zum ersten Mal auf der Bühne? Alle zum ersten Mal auf der Bühne. Ja, auch noch ein ganz junger Athlet mit dabei, mit knapp 20. Sind wir schon gespannt, wie der sich schlagen wird. Also für alle eine ganz interessante Sache. Und man merkt, dass bei den Athleten die Nervosität dann steigt. Wir gewöhnen uns schon ein bisschen dran, aber es ist trotzdem immer wieder interessant, jemand das erste Mal oben zu sehen. Du bist ja schon GmbF-Urgestein. Wie lange bist du jetzt dabei bei der GmbF? Seit 2010. Seit 2010. Die Zeit vergeht, ne? 14 Jahren. So lange kennen wir uns. So lange kennen wir uns. Schön, dass du da bist, Olaf. Viel Erfolg für dich, für dein Team. Vielen Dank. Ja. Und auf die nächsten Jahre. Ja, vielen Dank. Danke dir. Neben mir steht die? Theresa. Theresa. Theresa, dein erster Wettkampf? Ja, mein erster Wettkampf. Welche Klasse soll es werden? Die Bikini-Mädels. Und wie fühlst du dich? Gut, aufgeregt, sehr aufgeregt, aber wir freuen uns drauf alle, ja. Also wir heißt, du bist in Begleitung da, wer ist noch dabei? Genau, ich habe meinen Freund mit dabei, der unterstützt mich tatkräftig, genau. Also nur ihr beide seid sozusagen hier. Genau, der Coach, der Christian Schneider ist auch mit uns dabei, der fährt überall mit uns hin und gibt der uns immer Unterstützung und Feedback, genau. Sehr gut, ja, dann bleibt mir nur euch, dir viel Spaß zu wünschen, viel Erfolg auf der Bühne. Dankeschön. Genieß die Zeit, du hast hart dafür gearbeitet. Und morgen wird dann hoffentlich geerntet. Ja, hoffen wir mal. Viel Erfolg. Danke. Neben mir steht der Mike von Mephisto Art. Hallo Mike. Hallo, grüß dich. Du bist jetzt schon einige Jahre bei der GmbF, aber noch gar nicht so lange. Vielleicht magst du kurz den Zusehern auf YouTube erzählen, wie kam der Kontakt zur GmbF zustande, wie lange bist du schon bei uns und was machst du? Also ich bin seit der 19. Meisterschaft dabei und habe den Kontakt geknüpft über den Leo. Den habe ich kennengelernt und der hat meine Arbeit gesehen, hat gemeint so, ey, wie schaut's denn aus? Hättest du Bock drauf? Habe ich gesagt, ja, schaue ich mir mal an. Und dadurch, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt und auch das Feedback so toll war, dachte ich mir, okay, komm,
Herzblut reinstecken und jetzt bin ich da. Und du machst ja die Fotos von den Athleten, wenn sie von der Bühne kommen oder auch vorher schon, haben sie Termine bei dir gebucht und du fotografierst die Athleten hier auf deinem Setting, wenn sie sich in absoluter Bestform befinden. Das ist ja auch eine schöne Erinnerung für später, ganz wichtig für die Athleten. Also ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute, gerade die Newcomer jetzt, sich mal ablichten lassen, um einfach eine schöne Erinnerung für sich zu Hause zu haben. Und ja, bei mir kann man die Pakete buchen. Also entweder mir schreibt man eine E-Mail und sagt Bescheid, du, ich bin da und da, da. Dann ist das kein Thema. Aber auch, wenn man spontan vorbeikommt und gerade Zeit ist, alles kein Thema. Und wen es interessiert, ruhig mal auf der Webseite vorbeischauen. Ich nehme an, mephistoart.com. Genau. In dem Sinne, Mike, schön, dass ihr hier seid. Viel Erfolg und viel Spaß morgen. Wir sitzen hier an der Station Nummer 1. Hier ist die Überprüfung des Posing-Outfits, Männer wie auch Frauen. Neben mir sitzt die Elena Grass, Women Academy for Posing. Großartigen Job in der Vergangenheit und auch zukünftig, denke ich. Und du überprüfst hier das Posing-Outfit der Männer und der Frauen. Wie ist so dein Eindruck vom heutigen Tag? Ja, ganz gut. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben super Athleten heute und sind die alle brav, muss man schon sagen. Weil manchmal, wir haben ein oder andere Fall, dass wir das auch die Regeln nicht so ganz gut vorgelesen und man vergisst auch so Outfit, Posing-Outfit. Aber heute, ich muss sagen, alle Athleten haben Posing-Outfit mitgehabt und auch war alles in Ordnung. Auch Schuhe, auch Slips und auch Bikini. Ich bin sehr zufrieden. Das freut mich auch. Die Atmosphäre fand ich wieder, ja, war sehr entspannt, waren alle sehr, sehr... Ja. Entspannt die Athleten, kann man sagen, oder haben zumindest ihre Anspannung nicht anmerken lassen. Und ja, ich denke, das war bisher wirklich wieder gut. Wir haben jetzt nachmittags, haben noch 3-4 Stunden bis zum Abend und dann kann es ja morgen losgehen. Ganz genau, ja. Elena, vielen Dank. Vielen Dank. Und dann, ja. Bis morgen und viel Erfolg für alle Athleten. Genau. Ja, liebe Natural Bodybuilding und Fitnessfreunde, das war das Einschreiben zur 4. GmbF e.V. Internationalen Deutschen Newcomer-Meisterschaft hier in Bad Fallingbostel. Morgen 8 Uhr beginnt der Wettkampf mit über 200 Athleten. Ausverkauftes Haus, Thomas Keller hinter der Kamera und ich werden euch natürlich morgen auch über diesen tollen, hoffentlich tollen Wettkampf informieren. Und in dem Sinne, bis morgen.